Hallo, schönen guten Abend und herzlich willkommen zurück bei Borderlands. Wir sind auf einer neuen Quest unterwegs, neuen Abenteuerreise im Gedöns bei Zombies und so. Let's go! Korrekt. Ja, okay, let's go. Hui. Jetzt war hier denn richtig? Ach, bestimmt. Hui. Entschuldigung. Da sind wir schon. Hui. Was ist sie? Jawohl. Eine Bootsfahrt ist lustig, eine Bootsfahrt ist schön. Ja, da kann man was erleben, ja, da kann man etwas sehen. Und zurück in die Erstmal Stadt. hochfahren. Es tut mir leid, ja, muss bitte. Hochfahren. Das ist aber schade jetzt. Kommt da oben. Ah, hier, glaube ich. Ah. Und schwupp. Aha. Aha. Jetzt kann ich dich schon wieder abgeben? Easy. Okay. Schwupp. Erledigt. Oh, wow. Und jetzt müssen wir die Brücke herunterlassen. Na ja. Dann müssen wir da außen rum. Eieiei. Okay, dann ist das so. Ja. Ach, das ist schon wieder da oben hoch, wo. Wo ich nie hochkomme halt. Ja, jetzt spring doch. Mordecai, bitte. Danke. Nein, komm, nochmal. Hüpf. Jawohl. Brav. Ach, du bist noch da vorne. Entschuldigung. Das geht sich aus. Das geht sich aus. Hier so, da so, da so. Was Ja, tust der du? neue Automat muss inspiziert werden, natürlich. Ach so. So. Und da. Ja, ich stehe hier und gucke dir zu. So, jetzt ist die Waffe weg. Oh, was? Ja, okay. Ich komme dann mal vorbei. Ja, aber die Waffe kann doch nicht weg sein. Ja, das ist irgendwie ein Problem bei Borderlands 1 festgestellt. Oh, Wenn du okay. versuchst, eine Waffe auszutauschen, gegen eine, die du noch nicht verwenden kannst, weil das Level nicht passt, dann verschwindet das irgendwie und taucht Stimmt, dann das hatten wir schon irgendwie mal. wieder auf. Da war was, ich erinnere mich ja. Ach, ihr schon Jetzt ist es. wieder. Einmal schlimmstenfalls kann ich mich durchboxen. Ich weiß, ich weiß. Das kannst du besonders gut. Oh, da kommt noch einer von hinter uns. Wo ist er? Hä? Dann halt nicht. Hör doch auf, mich anzuspucken, dann sehe ich nichts. Nein. Ich bin damit doch nicht einverstanden. Also, falls du irgendwo eine Sniper rumliegen, dann kurz Bescheid bitte, weil ich habe scheinbar keine mehr, außer die eine, die ich nicht. Ach, ja, klar, kein Ding, mache ich. Level up. So. Mein Gott, wie lange rennen die einem denn hinterher? Gut, wenn sie sonst nichts zu tun haben. Ich Oh, treffe Medikit. den nicht. Oh. Was denn? Ah, ein Passwerfer. Oh. Ah ja, es geht, Sehr es geht. schön.
Ja. Und die nächsten. Ja, guck mal einer an. Bumm. Ich sagte bumm. Ja, läuft doch. Ja, doch. Ich hatte irgendwie mit mehr Gegenwehr gerechnet. Psst. Entschuldigung. Jetzt habe ich es gesagt. Zu spät. Und Schawups. Jetzt marschier mal einmal um die Ecke und zack. Kommt dann eine Horde. Oh nö. Ja. So, ich verschaffe mir mal einen Überblick. Einmal dahin. Hatten wir nicht zwei Quests hier auf der Map? Lumberyard, ja. Und die hier, wo ist die? Okay, beides da umse Eck. Okay. Umse Eck. Okay. Und jetzt habe ich schon wieder so eine persönliche Markierung. Ach, dieses Spiel hat keine Bugs. Nö, alles tippitoppi. Ja. Hüte deine Weichteile vor den Schergen, die ich nach dir geschickt habe. Was, Kaggy? Du glaubst nicht, was mir passiert ist. Die Mystery-Maschine ist kaputt. Ja, ich weiß, das ist nichts Neues. Aber ich habe nur Stadt gefunden und da war irgendwie niemand. Dann habe ich den alten Doktor getroffen und er hat gesagt, da wären Zombies im verwutschenden Wald. Er war ein netter alter Mann. Da habe ich gedacht, dem helfe ich. Wer braucht schon den Rest der Gang, oder? Ja! Oh, wow. Nice. Oh. Das fand ich jetzt witzig. Ja, da sind wir ein paar. Ja. Ich schicke Bloodwing mal dazu, auch wenn ich nicht genau weiß, wofür. Moralisch schon Unterstützung. Oh, da kommen noch ganz, ganz viele von hinter uns. Ja. Oh, oh. Nein, du sollst V drücken. Weißt du, dachte ich, ich mache Nahkampfangriff, hockt er sich erstmal hin. Aber wenigstens weiß ich, wie ich in die Hocke gehe. Ja, immerhin. Mhm. Es gibt ja Leute, die wissen das nicht. Es gibt auch Leute, die denken, auf Tab ist da. Was? Das ist ja Unsinn. Das ist ja Unsinn. Das glaube ich nicht. Quatsch. Das Inventar auf Tab, ey. Oh, gibt's da nichts? Da gibt's einen Swiper. Okay. Nein, nicht kaufen! Nicht kaufen! Ich bin. Ja, was ist da los? Ja, lade nach. Hinter dir. Jo, danke. Boah, hier ist aber... Die kommen auch wieder von allen Ecken und Kanten hier. Ja, wenn schon, dann schon. Ja. Ui, ui, aber ich ui, gesehen, ui. Snipers. Was gibt es? Snipers. Ach so, ja. Oh, guck mal, da ist auch noch Loot. Die ich nicht verwenden kann. Okay. Oh nein. Da ist auch auf Level 40. Da ist schon wieder einer. Ich sehe das doch. Jetzt reicht es mir hier. Na gut. Habe ich irgendwie eine Sniper aufgesammelt? Nee, auch nicht. Hätte ja mal sein können.
Ja, ist nicht tragisch. Ich komme schon klar. Ja, weiß ich eh, aber man kann ja mal gucken. So, hier ist noch ein Loot. Was? Ding kommt. Was? Wo? Ah, da. Na? Danke. Jojo, kein Ding. Schwupps. Zwing mich nicht nochmal nicht aufzuheben. Zwing mich nicht nochmal nicht aufzuheben. Arroganter Fatzke manchmal. Aber ich mag ihn. Mordecai ist super. Hüpf. Oh. Ah, ja, sicher. Zwei fast Dinger. Da. Nice. Drei Fassdinger. Brauchst du ein Pflaster? Zombies können tief einschneiden, weißt du? Ich bin schließlich Arzt. Obwohl, wenn du dich verletzt und gepeinigt bist, dann lass ich dich wahrscheinlich abkratzen, weil du meine heimtückischen Pläne durchschaut hast und so. Möglich. Was ein doofer Arsch, du. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wofür wir die Gehirne sammeln. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich auch nicht, deswegen appelliere ich jetzt gerade mal, bevor ich diesen Echo-Recorder hier aufhebe, einfach mal an die Zuschauer, jetzt ohne Witz, falls von euch irgendjemand weiß, wofür wir diese blöden Gehirne einsammeln die ganze Zeit, dann sagt mir das mal bitte, ich habe nämlich echt keinen Plan. Verfluchte Scheiße, das digitale Peilmodul ist furchtbar. Die Route will mich dauernd durch einen Berg lotsen. Was soll ich machen? Soll ich versinken? Gibt's da einen geheimen Durchgang? Nein. Drüber hüpfen kann ich auch nicht. Verdammt. Was? Moment. Ich hasse dich, digitales Teilmodul. Scheiße. Sieh dir das an. Rifle? Ist das? Nee, ist kein Sniper. Aber wurscht. Hat's wehgetan? Das wird's auch tun. Ach, jetzt ist meine Waffe wieder da. Da kommen noch mal welche. Dieses Spiel manchmal. Fein. Sieh mal an. Boah, die haben's aber eilig. Geh doch nicht immer in die Hocke, wenn ich V drücken will. Komm noch mal. Ich und V, ne? Nee. Einfach nur nee. So. Oh ja! Einfach rein in die Action hier. Klar. Ich mache nichts ohne mein Loot. Ich sehe überhaupt nichts. Runtergefallen? Ja. Oh nein. Wo geht's denn hier lang? Ich weiß nicht. Ich habe hier gerade ein bisschen Besuch. Ja, ja, ich komme schon. Ich eile. Alles gut. Ach, da kommt wieder so ein Halbi. Ich dachte schon, wo ist denn da noch einer? So, hab ich aufgeräumt. Plätzchen, willst du eins? Oh, Scheiße, warte. Ich wollte dich doch von den Qualen deiner Existenz befreien. Nein, ich will Plätzchen. Ich kann ja keine Plätzchen an rachsüchtige Rumtreiber verteilen. Hey, weißt du, ob Zombies auf Plätzchen stehen? Weiß nicht, ich stehe auf Plätzchen. Gib mir ein schattiges Plätzchen. Ein Zombie? Vielleicht. Meins! Ich
Ja, Mensch, wo müssen wir denn hin? Ja, immer weiter, ne? Lass mich einmal kurz bei den Quests gucken. Wir hatten ja noch eine andere. Das war die hier, ne? Und da müssen wir auch weiter da lang. Ne, dann ist alles in Ordnung. Okay. So. Wir müssen eh hier und so weiter durchkämpfen. Ja. Oh, wow. Das war schön. Mhm. Getroffen. Ja, kann man so machen. So, wer wartet denn da auf uns? Du musst es ja fragen, ne? Ja! Es tut mir so leid. Ich werde es auch nie wieder tun. Da. Alle weg. Oh. Alle weg. Ah nee, guck mal hier. Ja, leider zu spät. Die kriegen vom Kuchen jetzt nichts mehr. Guck mal, die platzen schon vor Wut. Ich sehe doch nichts. Oh, immer dieser Spucker. Ist doch gut, jetzt hör auf. Ja, aber echt. Oh, nix an Munition. Na, hier vielleicht? Nee. So, was haben wir hier? Okay, du weißt ja, der Geist ist am Ende immer ein anderer mit der Maske auf. Ich glaube, die Zombies tragen keine Masken. Also habe ich getan, was du und ich am besten können, Skaggy. Hab mich versteckt. Zeins, ich hab was gehört. Ich muss mich besser mal ab. Mach dir keine Sorgen um mich, Kumpel. In Fässern suchen sie einen nicht, stimmt's? Entschuldigung, ich musste kurz was trinken. Oh. Ja. Ich habe gehört, sowas kommt tatsächlich vor. Ja, ja. Oh, mit uns. Ja, schon gesehen. Ach, was willst du? Halt der einfach weg. Ach du, das bin du? Ich. Ups. Sorry. Nein, V, Mann. V, nicht C. Oh. Oh, gute Idee. Oh. Ja. Oh nein, ich habe gerade E gedrückt. Ich habe leider nichts mehr gesehen. Ich habe hier, glaube ich, gerade die Arschkarte. Nein. Nein, ich bin tot. Und hier sind zwei Fasstypis. Ich komm schon, ich bin aber zu langsam. Aua. Ja, wo ist er denn? Da ist er. Au.
Ein Frasthyppi weg. Na, jetzt haut er einfach ab. Doch, passt schon. Ich habe gerade übrigens eine Sniper gefunden. Ich weiß halt nicht, ob die gut ist. Aber ich kann sie dir einfach mal hinschmeißen. Ja. Warte mal, ist das gar keine Sniper gewesen? Dann ist das auch kein Problem. Okay. Meine alte ist ja wieder aufgetaucht im Endeffekt. Ach, stimmt. Guck mal, ja, das habe ich besser. Jetzt im Eifer des Gefechts vergessen. Ich nehme es auch trotzdem mit, danke. Ja. So, jetzt ein bisschen Muni hier vielleicht. Ja, ein bisschen. Puh. Night of the Living Net. Oh, cool. Komm nur. Mir egal. Ich habe für den Scheiß mehrere Wellen entworfen. Ah. Dann ist es unterhaltsamer für mich. Doof Arsch. So, was machst du jetzt? Oh, Zombies. Viele Zombies naked. Nö. Ich will Blut sehen. Nice. Sehr schön. Oh, hier ist auch noch was. Ach, wieder so ein Echo-Dings da. Zombies klatschen. Mal was anderes. Steve und ich haben schon eine Menge gejagt. Skeks, Krabbenwürmer, sogar mal ein Mothrak. Diese Viecher sind echt eklig, aber nicht so zäh. Bin trotzdem froh, dass mein bester Kumpel Steve hier bei mir ist. Steve, hinter dir ist einer! Im Wald wimmelt es von Zombie-Ärschen. So weit, so gut. Wir müssen noch diesen Doktor finden, wenn wir die Belohnung haben wollen. Schön. Ja, jetzt gerade läuft's ganz gut, ne? Würde ich so sagen. Solange sie schon wegbleiben, ist alles in Ordnung, ja. Ja. Was ist denn hier? Nix ist hier, okay. Ich trau dem Ganzen hier mal nicht. Es ist auch sehr ruhig hier. Wie ist denn das? Ein Bärskeck. Oh. Ich habe keine Ahnung, was er vorhatte, aber es dauert jetzt. Achtung, da kommt noch einer. Okay, wie viel zahlen Sie dir bei Jacobs? Sag ich dir nicht. Ich würde dir das Doppelte zahlen, aber ich bin arm wie eine Kirchenmaus, nachdem ich jeden Cent ins Geldverdienen mit Zombies investiert habe. War wohl kein guter Plan. Da kommt aber früh drauf. Oh, nice. Wie schmeckt dir das? Kommt da so ein Fass-Typi? Ja. Heute Gauner. Hole ich mir. Gauner! So ein Kanope. Komm, Kaboom! Nice! Oh. Ah,
Einfach mal frisch fröhlich durchklopfen da. So. Ach, wir müssen eh hier lang, okay. Sieht zumindest so aus. Ich denke schon, ja. Hä? Hep? Nee, ich glaube, also so ganz richtig ist das hier nicht. Ist mir aber egal, ich nehme den Weg trotzdem. Ja, jetzt stehen sie da unten. Meine Untotenarmee ganz schön dezimiert. Aber das ist das. Und plötzlich war es abgeschnitten, aber das ist das. Und dann redete er nicht mehr mit mir. Ist was? Also, ich habe schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, ich auch. Ah, sehr cool. Hm? Ich bin zu doof für den Baumstamm hier. So, na, hallo? Weißt du, hallo? Alles machst du kaputt? Hallo? Ah, ich wollte schon sagen, der Baumstamm ist jetzt der Endgegner. Ja. Ja. Oh, haben wir Post? Ja. Juhu. Oh. Hier ist Dirk Smallwood. Was? Die Firma Jacobs hat mich, den weltberühmten Kammerjäger, gebeten, die kleine Zombie-Situation hier in Jacobs Cove zu bereinigen. Mhm. Der Job ist zwar unter meiner Würde, aber Daddy braucht einen neuen Cedar-Paw. Mein Angriffsplan sieht vor, die Bastarde dort zu treffen, wo es am meisten wehtut. Im Herz. Das nicht mehr schlägt und darum auch nicht schuld daran ist, dass die Dinger noch herumlaufen. Oh. Spät ist es? 8 Uhr? Okay. Sollte kein Problem sein, die Sache bis zu meiner Pediküre um 9 hinter mich zu bringen. Scheiße, ne. Nice. Also, jetzt gehst du mir ganz schön auf die Nüsse. Wenn ich mich aus dem Bett wälzen muss, um dich umzulegen, dann werde ich das tun, verdammt. Ja, ich kommuniziere über Echo aus dem Bett heraus. Und? Dann nichts würde ich auch machen. Also, daran soll es jetzt nicht scheitern, lieber Ned. Ach, warum schieße ich überhaupt? Ich sammle mal Munition. Oh, hinter uns kommen auch noch welche. Sehe ich das richtig? Ja. Huch. Ich glaube, der Dicke steckt wieder fest. Nice. Jetzt nicht mehr. Oh, jetzt liegt hier so viel Loot rum. Ach, egal. Wir können nicht immer alles mitnehmen. Da sind sie. Ja, Entschuldigung. Ich hab den richtigen Knopf getroffen. Yay!
Ich bin so stolz auf mich, ich habe wirklich V gedrückt. Da oben sollen wir hin. Ja, ist gut. Wie kommen wir denn da oben hin? Da so, ne? Ja. Was? Das bin ich. Ja. Ich dachte, ich erwähne das nochmal. Ja, danke, das war sehr vorsorglich. Guck mal, ob wir hier zu dieser Brücke kommen. Nee. Doch, hier ist ein Claptrap. Hilfe! Ist da jemand? Claptrap-Rettung. Oh. Oh. Toll. Hey, wo ist denn der eine hier noch? Keine Ahnung, da ist ein Gegner, der nicht da ist. Oh, hab ich wieder einen Fan? Nee, der rennt mir nicht hinterher. Dann holen wir mal eben das Rebel Toolkit. Da hinten rennt noch einer. Da rannte noch einer, Entschuldigung. Oh, muss ich hier über den Baumstamm? Nee, das sieht so hoch aus. Da komme ich doch nicht. Oh, ich komme hier doch. Nein! Oh. Ja, so. Und dann so. Oh, das war sogar richtig. Hier liegt's. Nice. Ich eile. Nicht, dass es nötig wäre, aber ich eile trotzdem. Alles easy. Gut, dann gehen wir mal den kleinen Claptrap retten. Dann kriegen wir nämlich nochmal eine Inventarerweiterung. Gehe ich zumindest mal von aus. Nicht noch ein Claptrap. Ja, vielleicht zeigt er uns ja wieder ein Geheimnis. Ja, ich helfe mal kurz. Moment. Kein Stress. Da. Gab es eine Erweiterung? Na, doch. Bitte folge mir. Ja, aber gerne doch. Aha. Ach, und da können wir jetzt rein? Nee. Hä? Kommt hier vielleicht der Loot dann wieder raus? Oh, das wäre ja nett. Jetzt bin ich gespannt. Er bleibt auch hier stehen. Ja, los. Huch. Das ist so ein Reflex, wenn ich einen Claptrap sehe. Ja, witzig. Ach, das war ja jetzt cool. Sehr nett, ja. Oh, Granaten voll. Ach so, die Sniper, die sah eigentlich ganz gut aus. Oh, die macht ja viel weniger Schaden. Das ist ja nix. Mhm. Ich wusste nicht, dass ich eine scheinbar verhältnismäßig gute Sniper habe. Ich habe mir schon sowas gedacht, ja. Aje, was macht deine an Schaden? Die jetzt noch 355, die nächste schon auf Lager habt, die macht 500. Okay. Nee, dann lohnt sich das auch nicht, dass ich dir die gebe. Weil die einfach nichts kann. Okay. Die macht gerade mal 200 und ein bisschen. Oh, ja, ja, das ist leider sehr wenig. Das lohnt sich nicht. So, dann gehe ich mal hier unten hin und verabschiede mich aus der Folge, weil ich wieder nicht auf die Zeit geachtet habe. Ich bedanke mich wieder bei euch allen fürs Dabeisein und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.